want to do at will. King, I'm a goat, the truth for real. Ay. Banana boat brings in the mail. I cannot use a regular scale. Bring me the one they use for whales. Splat on the beat, acknowledge the pen. So, willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich los mit der Herbstsaison. Jetzt am Wochenende steht der erste Wettkampf, die deutsche Meisterschaft der WNBF an und wir sind jetzt auch schon hier nach München angereist. Heute ist Freitag, der Wettkampf ist aber erst am Sonntag. Wir sind jetzt schon ein bisschen früher hier, weil heute der Polygraph-Test stattfindet. Ja? Das heißt, ein Lügendetektor-Test. Jeder Athlet, der hier auf die Bühne geht, muss sich vorher diesen Test unterziehen und den natürlich bestehen. Das ist die Voraussetzung, dass man hier am Sonntag dann teilnehmen kann. Arthur ist jetzt gerade oben, macht den Test. Wir schauen uns jetzt schon mal hier ein bisschen in der Halle um. War noch letztes Jahr schon hier. Da hat sich mein Athlet Stefan den ersten Platz in der Bodybuilding-Klasse gesichert, wurde hier deutscher Meister. An dem Erfolg wollen wir natürlich ja, dieses Jahr wieder anknüpfen. Das ist jetzt hier der Auftakt, der erste Wettkampf. Hier in der Halle findet dann am Sonntag, also in zwei Tagen, das Spektakel. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Wanna slice, got the roll of dice, that's why. Jetzt geht's für uns hier ins Clever Fit. Ich hoffe, wir kommen rein. Für mich steht Beintraining an, aber für Leon Pumptraining. Er wird jetzt gleich den ganzen Oberkörper einmal durchpumpen. Er hat jetzt schon drei Mahlzeiten mit jeweils 95 Gramm Carbs absorbiert. Die wollen wir jetzt in die richtigen Körperpartien leiten. Dementsprechend Schultern, Brust, Rücken, Arme, Bauch werden jetzt mit 2 bis 4 Sätzen, 15 bis 20 Wiederholungen relativ weit weg vom Muskelversagen. Auf jeden Fall trainiert. Hey, I bet I shake, 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 shake. Come on, I bet I shake the room. His life we take, take, take. We gonna make the news. Ja, drück mal, zieh mal richtig hoch und drück mal beide ordentlich durch. Ja. Trizeps kommt auch. Trizeps auch streif ich jetzt hier. Ja, schön. Unlocked. Da muss noch was drin. Hast du Druck, merkst du? Schon ein bisschen. Bisschen, ja doch. Also ich habe einen Satz seitdem gemacht. Ja, aber auch generell durch die Carbs jetzt so ein bisschen. Ticken, aber ja. Noch nicht so ultra, aber schon. Guck auch mal, dass du jetzt nach den kommenden Mahlzeiten immer so ein bisschen so eindrücken. So, nein, genau, einfach so ein bisschen spielst und damit auch so ein bisschen abcheckst, okay. Da kommt da ein bisschen mehr an Feedback auch, wenn du so andrückst und so. Okay. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial heute. She's going on back, she's throwing that back, cause the sex was lit, she's doubling back, and she love diamonds, I'm covered in that, color and book, I'm covered in tax, can't find that prick, I'm doubling back, 2 sticks on the ride, I'm doubling back, from a teenager, I've been troubling whacks, hey, man, them gay. John. Yes. Morgen, erster Wettkampf. So sieht's aus. Aufgeregt, wie läuft's? Es geht's, echt gechillt, also... Die Aufregung kommt dann, denke ich, wenn ich so 5 Minuten davor da dann sitze, wie so in der Schulpräsentation, wenn man die anderen sieht, die gerade einen Vortrag halten. Da muss man selber gleich hoch, aber bisher gechillt, weil wir haben ja alles perfekt bisher seit gemacht, geübt, echt viel Mühe gegeben, deswegen bin ich da confident. Und wie lief dein Polygraphentest? Der lief ganz gut, also ich war echt aufgeregt. Vorher, man hat ja so an den Arm hat man sowas dran, dann an der Brust hier und da. Und dann auch schon bei normalen Fragen war ich schon echt richtig gemerkt, wie mein Herz pumpt, auch so bei diesen Testfragen und so. Aber ich wusste, alles ist safe und deswegen hat es dann auch Gott sei Dank auch geklappt. Hat funktioniert. Noch ein Cookie bekommen am Ende, noch so ein, den darf ich aber erst danach essen. Ich wollte den jetzt schon zum Laden essen, aber Louis hat nein gesagt, also wenn der Coach es sagt. Coaches, ne? Ja, schade, aber danach gibt es ihn vielleicht. Vielleicht. Guck mal. Dann lassen wir verdient. Work so fucking much, my greatest fear is I'ma die alone. Every diamond in my chain, yeah, that's a milestone. Loving it, I'm loving people it. Calling me, asking me for money, man. The only thing I'ma give you motherfuckers is a dial tone. Flashback to a youngin' sipping that purple Kool-Aid. Skipping school with my homies in chief and reefer for 2 days. Running from the law, living how I'm living, fuck them all. So, wir machen einen kurzen Sprung in die Zukunft. Ein Tag nach dem Wettkampf und es ist der absolute Worst Case eingetreten. Arthur hat den Polygraph-Test nicht bestanden, wurde nicht zum Wettkampf zugelassen. Er konnte nicht teilnehmen. Der Polygraph-Test ist ja eine Methode, welche ausschließlich von der WNBF genutzt wird und ist natürlich nicht ganz unumstritten, wird auch ja, vor Gericht nicht zugelassen. Deswegen, dieser Test ist natürlich nicht hundertprozentig genau und uns hat es jetzt ja, betroffen. Arthur, wie ist das Ganze abgelaufen?
woran hat es letztendlich gelegen? Ja, ich bin beim Polygraphentester rein, hatte im Vorfeld, sind wir kurz die Fragen durchgegangen, weil Fragen auf Englisch gestellt wurden, damit alles halt verständlich bleibt. Haben dann einmal einen Probetest gemacht, der Polygraphentester und ich, sind dann in den Test rein, sind beim Test halt ganz normal, sind die Fragen durchgegangen, waren 10 Fragen, sind die durchgegangen, so alles war cool. Und nach dem Test hat er darauf bestanden, dass wir 3 Fragen nochmal durchgehen, ob das für mich in Ordnung ist. Ich habe gesagt, klar, können wir gerne machen. Sind in die 3 Fragen rein und währenddessen habe ich dann so gemerkt, so ey, wir gehen gerade den ganzen Test nochmal durch, so hä, was ist denn los, ne, so, wurde dann ein bisschen nervös, klar, ne, so, hä, warum jetzt komplett nochmal neu, wenn du nur 3 Fragen checken willst, sind dann durch gewesen und dann sagt er nur so, ja, du hast den Test nicht bestanden. Und ich denke mir so, hä, wie nicht bestanden? Was waren die 3 Fragen? Die 3 Fragen waren zum einen, ob ich Clenbuterol schon mal genommen habe. Nein. Dann war die 2. Frage, ob ich etwas Verschreibungspflichtiges von meinem Arzt bekommen habe, welches auf der Antidopingliste steht. Auch ganz klares Nein. Wenn man mich fragt, ob ich generell schon mal etwas Verschreibungspflichtiges von meinem Arzt bekommen habe, dann ist die Antwort ja. Beschränkt auf die Antidopingliste, ganz klar nein. Mhm. So, und ob ich vorhabe, etwas nach dem Wettkampf zu nehmen. Was okay. Für mich persönlich A, ich mir die Frage stelle, was spielt das für eine Rolle? B, definitiv nicht, weil ich habe noch einige Shows, bei denen ich definitiv getestet werde und ich da nicht irgendwie das unnötig quasi die ganze 27, 28 Wochen Prep da in die Mülltonne werfe. Ne? Und da war die Frage halt, die Antwort halt auch ganz klar nein. Dann habe ich darauf bestanden, dass man mir das erklärt. Eben die 3 Fragen, bei denen ich da quasi durchgefallen bin. Man hat das so ein bisschen versucht, mich so abzuwimmeln. Nach dem Motto, du kannst jetzt gehen, so. Hab dann halt gesagt, nee, ich möchte jetzt mit dir reden, halt mit der Präsidentin von der WNBF oder Vorstandsvorsitzenden. Die hat mit dir auch das Vorgespräch geführt. Die hat mit mir auch das Vorgespräch geführt. Dann hat sie nur gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass ich etwas verheimliche. Da sage ich halt einfach ganz klar, bin ich jetzt bei den Fragen durchgerastet oder glaubt ihr mir einfach nur nicht? So, wenn ihr sagt, ihr glaubt mir nicht, dann lasst mich als Athleten nicht glauben, dass ich irgendwie... Also müsste ich an meinem eigenen Aussage zweifeln. So. Finde ich halt ein absolutes No-Go. Im Nachhinein sind ja noch andere Sachen rausgekommen, wie man mit anderen Athleten da umgegangen ist. Ja, Arthur war tatsächlich an dem Tag nicht der Einzige. Es gibt da noch eine sehr interessante Story von einem weiteren Athleten. Genau, und ja, für mich persönlich sehr, sehr traurig. Aber ich bleibe da, wie gesagt, am Ball. Ich habe ja noch andere Shows, die da folgen, wo ich mein Paket auf der Bühne präsentieren darf, wo es auch geschätzt wird. Die Arbeit, die ich bis dahin geleistet habe. Und dann sehen wir halt weiter, ne? Ganz klar. Also ich war dem Polygraph-Test bisher eigentlich immer recht positiv gegenüber eingestellt. Die WNBF tatsächlich der einzige Naturalverband oder der einzige Verband überhaupt der Welt, der diesen nutzt. Und für mich war das einfach immer noch mal eine weitere Möglichkeit, um den Sport eben noch naturaler letztendlich zu machen. Aber die Genauigkeit ist natürlich nicht zu 100% gegeben. Schade, wir lassen den Kopf aber absolut nicht hängen. Wir fokussieren uns auf die nächsten Wettkämpfe dann bei der INBA und natürlich auch die Evo Classics. Und ja, geben weiterhin Vollgas und zeigen euch jetzt noch die Story von Christian Lang, den es vor dem Polygraphentest vielmehr auch schon erwischt hat. Auch eine super interessante Story. Es ist auch so, dass da jedes Jahr immer wieder Athleten durchfallen. Letztes Jahr waren es tatsächlich 8. Ja, und ob die Athleten dann tatsächlich gedopt waren, das steht natürlich aus. Aber Polygraph-Test. Auf jeden Fall eine ziemlich heikle Sache. Du hast jetzt gesagt, sehr umstritten. Sehr umstritten. Kein Einzelner sollte darüber entscheiden dürfen, ob ein Athlet entweder starten darf oder nicht starten darf. Da sollte meiner Meinung nach noch eine 2. Person da sitzen, die ebenfalls über die Ausschwankungen drüber guckt. Sollen die 2 sich von mir aus beraten, wie der eine das gesehen hat, wie der andere das gesehen hat. Und dann kann man dann wirklich da eine einstimmige Entscheidung treffen, ey, der Athlet darf starten oder nicht. So, wie versprochen kommt jetzt noch die WNBF-Story, und zwar haben wir die einen oder anderen von euch mitbekommen, dass ich nicht bei der Meisterschaft starten durfte. Das Ganze wird nämlich natürlich auch im Nachgang noch einige Konsequenzen haben. Angefangen hat es eigentlich, wie es anfangen sollte. Wir hatten einen Termin für einen Polygraphentest, der nebenbei bemerkt nur bei der WNBF Anwendung findet. Ist auch kein anerkannter Test mehr hier in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern. Ist praktisch ein Lügentest. Ein Lügendetektortest. Für diesen Test war ich eingeschrieben, war pünktlich dort und die Präsidentin hat mich auch in Empfang genommen, freundlich im Empfang genommen. Bin dann einfach wahrheitsgemäß auf sie zugekommen, habe gesagt, dass ich damals bei der GNBF den
Gesamtsieg bekommen habe und in der Urinprobe im Nachgang allerdings mein Asthmaspray positiv ausgeschlagen habe. Ich hatte dann Zeit, einen Attest nachzureichen, habe ich dann auch gemacht. Von dem her war der positive Test nicht positiv, sondern er war negativ und ich habe praktisch gar keinen Dopingskandal ausgelöst und bin praktisch immer noch Naturalsportler. Auf der Bitte hin oder nach der Bitte von ihr, dass ich das dem Polygraphisten auch erzähle, bin ich ins Büro rein, habe mich freundlich begrüßt oder habe ihn freundlich begrüßt in dem Zusammenhang und habe ihm von der Story erzählt, worauf er dann schon mal ein bisschen stutzig geworden ist, hat die Augen gerümpft. Also man kann sich das so vorstellen, der Test ist komplett auf Englisch. Ich kann zwar Englisch sprechen, aber auf Englisch dann zu argumentieren, flüssig und dann auch noch eine Diskussion zu führen, ist dann vielleicht nochmal eine andere Sache, wenn man ja gerade in der Übung ist. Auf jeden Fall habe ich ihm das Ganze erklärt, dass ich Asthmatiker bin, dass ich ein Asthmaspray habe und dass ich dafür auch einen Attest habe. Und er hat dann eben, ohne jetzt mich zum Polygraphentest durchzulassen, gleich mal nach dem Attest gefragt, dass ich ihm aber allerdings nur als Scan zeigen konnte. Hat ihm gar nicht gepasst. Ich soll das ihm praktisch in physischer Form zeigen, ging da nicht und mit Diskussionen hin oder her hat er mir dann noch Zeit gegeben bis zum nächsten Tag. Bevor es soweit kam, das hätte ich jetzt fast vergessen, wollte er aber den genauen Schriftverkehr von der GmbF hören, weshalb eigentlich was positiv ausgeschlagen haben soll. Es war ja nur ein Asthmaspray. So, konnte ihm den Schriftverkehr logischerweise, den er sich gewünscht hat, gar nicht geben. Tatsächlich habe ich den E-Mail-Verkehr gar nicht abgespeichert gehabt. Deswegen habe ich erstmal mit dem Anti-Doping-Agentur telefoniert, ob die mir den ganzen Schriftverkehr nochmal kurz per Mail zuschicken können. Hat super funktioniert. Auch Freitagabend um 19.30 Uhr war es da schon, waren alle erreichbar, waren sehr bemüht, mir zu helfen. Ich habe den E-Mail-Verlauf dann auf dem Handy dem Tester gezeigt. Und damit war er auch nicht zufrieden, weil er praktisch kein Wirkstoff drauf stand, auf was ich jetzt positiv getestet wurde. Er hat dann noch gesagt, wie ich dann schon vorhin beschrieben habe, dass ich noch einen positiven Test oder keinen positiven Test, sondern einen Attest nachreichen darf, allerdings bis zum nächsten Tag, was sich als äußerst schwierig erwiesen hat. Durfte dann aber im Nachgang noch mit den Präsidenten der WNBF reden, haben sich noch Zeit genommen für mich und haben mir noch zugesichert, dass man einen Asthmatiker nicht wegen einem Asthmaspray nicht zum Test zulassen würde, geschweige denn einen Unschuldigen vom Wettkampf ausschließen wollen würde. Und am nächsten Tag hatte ich bewirkt, auch mit Mithilfe von meiner Familie, den Hausarzt zu erreichen, der mir dann auch, oder meine Hausärztin, die mir auch noch ein zusätzliches Attest geschickt hat. Und in der Nacht hat mir die WNBF um 1.07 Uhr, tatsächlich um 1.07 Uhr, mitgeteilt, dass ich zum Polygraphentest starten darf, auch ohne einen Attest. Das war wahrscheinlich darauf zurückzuführen, weil auch mein Coach zusammen mit einem anderen Mediziner die WADA-Liste durchgearbeitet hat. Von dem her vielen lieben Dank dafür nochmal. War eine super Unterstützung, die ihr da geleistet habt. Das weiß ich unheimlich zu schätzen. Hat auch gut ausgeschaut. Also ich war an dem Tag super happy. Ich war zufrieden. Ich konnte schön ins Laden reingehen. Der ganze Tag ist gelaufen. Wie er laufen sollte, bin ich dann um 19 bzw. eigentlich um 20 Uhr zu den Polygraphisten nochmal vorgekommen. Und der hat dann gleich nochmal die Präsidenten zu sich ins Büro bestellt, dass wir praktisch zu viert in dem Büro saßen. Und dort hat er mir mitgeteilt, dass er das Attest nicht anerkennt. Er, der Tester, erkennt das Attest nicht an. Er ist der Meinung, dass ich die GmbF damals schon belogen habe, indem ich nicht im Vorhinein ein Attest abgegeben habe und jetzt auch die WNBF wieder belüge, indem ich nicht auch wieder im Vorhinein das Attest für mein Asthma-Spray abgegeben habe. Witzigerweise, da wurde ich dann auch noch informiert durch meinen Coach und den Mediziner, die ich gerade angeteased habe, braucht man für ein Asthmaspray gar keinen Attest. Ganz witzigerweise, sogar Nicht-Asthmatiker dürften ein Asthmaspray nehmen, auch wenn es vielleicht verschreibungspflichtig ist. Darüber hatten wir im Vorhinein diskutiert, das wusste ich gar nicht, aber im Nachhinein war ich dann eben schlauer. Das heißt, Samstag war ich mit deutlich mehr Informationen in dem Gespräch gestanden, aber hat nichts gebracht. Attest war nicht anerkannt worden, obwohl ich das Attest ja gar nicht bräuchte, haben sie darauf gepocht, dass ich das Attest eben im Vorhinein nicht abgegeben habe und deswegen praktisch sowas wie einen Regelverstoß betrieben habe. Auf Diskussionen wurde sich nicht eingelassen. Sagt für mich alles aus, dass eine einzelne Person, die nur zum Testen dort ist, praktisch entscheiden darf, wer starten darf und wer nicht starten darf. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin enttäuscht, dann trifft es nicht mal ansatzweise. Ich glaube, dafür kann man keine Worte finden, wenn man als Wettkampfathlet sich über mittlerweile 8,5 Monate, haben wir uns jetzt vorbereitet. Zum Glück nicht für diesen Wettkampf, zum Glück für andere Wettkämpfe, aber es war einfach trotzdem, jeder Wettkampf ist wichtig. Keiner geht auf die Bühne oder zu einer Bühne, um sich die Backen versohlen zu lassen und erst recht nicht, um gar nicht mal starten zu dürfen oder zum Test durchzudringen, der entscheidet, ob ich jetzt starten darf oder nicht. Die Unterstützung seitens WNBF fehlt mir komplett. Über Nacht wurde ja vom Vizepräsidenten entschieden, ich darf zum Polygraphentest durchdringen, ich darf den machen, was mir natürlich dann im Nachgang verwehrt wurde. Und der Tester hat dann auch behauptet, es waren 15 Stunden später, dass der Vizepräsident doch dagegen sei, dass ich starte. Also ich bin mir nicht sicher, wer hier gelogen hat, wer wen belogen hat und wer hier seine Grenzen überschreitet.
Ich für meine Verhältnisse glaube einfach, dass jedem Mitglied die gleichen Rechte zustehen. Ich bin praktisch aufgrund von persönlichen Empfinden und von Empathie oder fehlender Empathie systematisch ausgegrenzt worden. Und dagegen werde ich auf jeden Fall auch rechtliche Schritte einleiten. Und ich würde euch auch bitten, wenn bei euch noch nicht feststeht, ob ihr bei der WNBF starten wollt oder nicht, überlegt es euch gründlich. That's a war that you can never win, but hey, I like the optimism. Giving over half my life to this, I think I made a good decision. Trust my gut, I hear it talking, then I know it's time for me to listen. Mastermind consistent, matching my commitment, that's not realistic. Ay, feature presentation, what they came to see, I open up the curtain. Oh my, pandemonium, it's showtime. Got their noses up, I know why. Jealous of me cause the flow nice. Did it all without a cosign. Shooter always hit the bullseye. Barely even put an effort in this effortless. Imagine if I did try. Acknowledge me or not, that don't really make no difference to me. I operate the same no matter who's around me. Who's around me is important to me. I keep my enemies at arm's length, but close enough to make me feel safe. My diligence can be competed with, an easy win for me. This is a small taste of what? Wake up every day and pick my son up, hold him in my arms and let him know he's loved. Love. Standing by the window questioning if that is ever going to show up. Up isn't something he's gonna have to worry about. Don't get it twisted, that was in the shop. The last pump was 4 Monate ago, wo ich den ganzen Startenstab gefühlt. Jetzt langsam merke ich es zum ersten Mal wieder. 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hey, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never revolve. I know I can change. We are not enough. We are not the same. You don't have the heart. You don't have the strength. You don't have the will. You don't have the faith. You'll never be loved. You'll never be saved. Might as well give up. Not running away. You don't have the guts. You're the one afraid. I'm the one in charge. I'm taking up. I'm taking up. Race. Leon ist on. Klasse, sehr, sehr stark. Klar, du musst um jede Platzierung kämpfen. Das war's mit dem heutigen Wettkampftag. Richtig, richtig starke Performance von Leon. Conditioning, Posing, Präsentation, Ausstrahlung, das Peaking. Alles echt super gelaufen. Wie war es das erste Mal auf der Bühne für dich? Boah, ey, es war schon krass. Vor allem das Atmen ist das Heftige. Also, dass man die ganze Zeit Bauchspannung hält. Aber sonst war es geil. Es hat Spaß gemacht. Die Leute waren richtig immer am Jubeln. Das war so lustig. Also, hat auch Spaß gemacht. Man hat auf jeden Fall angemerkt. Und das ist natürlich immer super, ne? Wenn man auch ausstrahlt, dass man wirklich Spaß an der Sache hat. Dass man dafür brennt. So, das erste Wettkampfwochenende der Herbstsaison 2023 ist absolviert. Ja, startete erstmal sehr, sehr holprig. Der absolute Worst Case ist eingetreten. Der nicht bestandene Polygraph-Test. Arthur konnte nicht starten. Weiter ging es dann heute Morgen mit den Auftritten von Wayman. Ihn habe ich innerhalb der Wettkampfvorbereitung übernommen. Hatte also hier absolut keinen Einfluss auf die Ausgangslage und dementsprechend war das Paket heute auch noch nicht fertig. Hier geht es sich jetzt wirklich nur noch von Show zu Show natürlich weiter zu verbessern und ja, aus der Situation jetzt einfach das Beste zu machen. Leon war aber heute absolut ready. Das Conditioning hat gesessen, die Ladestrategie hat auch gegriffen und dementsprechend hat er eine richtig, richtig gute Form auf die Bühne gebracht, sich auch sehr gut präsentiert bei seinem allerersten Auftritt. Und ja, hier war es ziemlich knapp. Wir hatten fast noch meiner Meinung nach die Top 3 gecrackt, aber vor ihm, also auf dem dritten Platz, dann doch ein Athlet, der ja nicht ganz so hart, ganz so definiert war, aber dafür im Schultergürtel einfach deutlich mehr Breite eben aufgewiesen hat und der war heute schwer zu schlagen. Aber mit dem vierten Platz können wir hier
auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Grundsätzlich das Judging absolut nachvollziehbar heute auch. Ja, jetzt legen wir den Fokus auf die kommenden Wettkämpfe, versuchen uns da ja nochmal weiter zu verbessern. Bei Leon werden es noch ein paar kleine Prozent sein. Ja, Arthur, freuen wir uns dann natürlich dann darauf, das Paket dann präsentieren zu dürfen. Nehmen wir euch dann auf jeden Fall auch mit auf die weiteren Wettkämpfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin, euer Luis.